Ja, diesmal ein komischer Start. Eigentlich stand ich ja in Warcluff, in Lodge. Aber es gab ein, also in einer Mautstelle in der Nähe von Lodge, aber es gab ein Update. Deswegen stehe ich jetzt prinzipiell wieder in Helsingborg. Und da ich bis, man kann es ja genau sehen, bis hierhin gekommen bin, würde ich sagen, nehme ich einfach einen Auftrag in Lodge an und wir sehen dann von dort aus, ja, weiter, wie es weitergeht. Und ich nehme heute auch ein bisschen mehr auf. Ich hoffe mal, es kommt dann jetzt gleich nicht wieder irgendwie zum. Genau, ich werde jetzt wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Habe ich ja sowieso vorgehabt, wegen des Ibirka-DLCs, was ja für mich morgen rauskommt. Für euch kam es bereits raus, aber. Da dann ja wieder neues Material kommt, was dann auch eventuell kollidiert mit dem Spanien von Promods. Deswegen nehme ich jetzt gerade sowieso ein bisschen mehr auf. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der Ladestelle in Lodge wieder. Und zwar fahren wir von Castorama in Lodge. 21 Tonnen Spanplatten nach, was? Nach Eisenmarkt in Rumänien. Genau. Das wird das ganze 1058 Kilometer Strecke. Heißt, das Ganze wird auch wieder in zwei Trips so gesehen unterteilt. 28.336 Euro bekommen wir dafür. 16 Stunden brauchen wir dafür. 1058 Kilometer wahrscheinlich so in Ungarn oder so in der Nähe von Budapest. Werde ich dann die Tour beenden oder die Fahrt für Lass uns das heutige loslegen. Video beenden. Und im Anschluss daran halt dann wieder den zweiten Teil auch direkt aufnehmen. Sollte ich mich vielleicht, also ja, das Problem ist, beim letzten Mal ging es halt nicht. Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass es ein Update gibt. Und dass das Zeit zu gehen. Update das Ganze dann komplett zerschlägt. Weil ich da wieder von vorne anfangen muss. Aber war dann halt dementsprechend leider so. Was war das? 80 auf der Landstraße. Das Messer bewegt sich komischerweise. Ich bin verwirrt. Denn wollen wir mal 1058 Kilometer fahren. Tanken muss ich nicht, das muss ich erst im späteren Verlauf. Nach der Tour dementsprechend. Es ist hier wieder so viel los. Von rechts kommt nichts. Okay, jetzt doch, aber er lässt mich. Wunderbar, wunderbar. Es ist ein bisschen belastend, dass jetzt die eine Tour jetzt abgebrochen ist, worden ist, dass ich jetzt eine Tour quasi komplett umsonst gefahren bin. Oder die eine Fahrt. Ein Scania entdeckt. Links halten und dann links abbiegen. Aber passiert, da kann man halt nichts machen. Biege nach links ab. Man merkt, die Bremsen funktionieren. Das ging ja schon gut los. Kein Geld verdient in der letzten Tour und Geld liegen lassen wird es schon wieder. Also, ja, das sind drei Touren, wo ich jetzt nur für die letzte Fahrt was verdiene. Das ist halt echt belastend. Das ist. Das könnte schmerzhaft werden für das nächste Event, Rechts halten aber ist dann und halt dann so. rechts abbiegen. Ich habe das Biege nach Gefühl, die rechts ab. Bremsen sind hier wesentlich schwächer als im World of Trucks Profil.
wo ich ja Multiplayer fahre. Oh Gott, Sonne, fuck you. Links halten. Es ist so belastend. In der Nachtfahrt mit ja, dem dämlichen Aprilwetter. Biege nach links ab. Wobei es halt aktuell eher ein Sommerwetter ist als ein Aprilwetter. Aber gut. Man merkt, die Bremsen sind miserabel. Aber die waren auch sonst nicht so schlecht, oder? Bin ich einfach nur blind von dem ganzen, also von der ganzen Sonneneinstrahlung, oder sind die Bremsen wirklich richtig, wirklich so schlecht, wie es mir vorkommt? Das kann ich ja nicht mal mit dem Retarder bremsen. So schlecht sind sie. Sollen da vorne 40? Ja, 40, okay. Dann geht's ja gleich auf die Autobahn. Genau, ich kann ja zumindest schon mal eine Markierung machen, wo ich ungefähr pennen muss. Dann machen wir es einfach mal vor Budapest, würde ich sagen. Fahrt vorsichtig. Wahrscheinlich ist es sogar noch zu spät. 10 Stunden? Ja, doch, wird wahrscheinlich sogar ausreichend sein zeitlich. Oh Mann. Es ist halt so schön, dass die ganze Zeit das Wetter oder die Sonne fast nicht präsent war, es ab und zu geregnet hat und immer wenn ich ihn auffangen will, Roadtalk Simulator 2 aufzunehmen. Dann, oh Gott, ich sehe nichts. Dann ballert die Sonne sowas, ich sehe nicht mal auf dem anderen Monitor was. Okay. Heute fahre ich mal komplett blind. Also, wenn keine Laternen sind, dann sehe ich halt überhaupt nichts. Nimm diese Ausfahrt. Bei Nachtsfuhr zumindest. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das Belastende ist, es dauert noch ein bisschen bis Tag ist. Bis Tag in Game ist. Aber gut, muss ich halt damit leben. Wahrscheinlich nehme ich heute ein bisschen was auf, also diesen ganzen Trip, dann wahrscheinlich noch einen danach. Oh, KI lässt einen vor. Oder macht Platz, besser gesagt. Das ist auch mal ganz was Ungewöhnliches. Als ob hier fucking 40 sind. Kannst du keinem erzählen, ey. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, 40 und der brettert hier vorbei, genau. Aber gut, für den LKW sind auch nur 40, von daher. Machen wir mal Warnblinkanlage, weil die KI normalerweise schneller fährt. Bitte links halten. Auf beschissen, ich fahre 80. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Sind halt 80. Naja. Lassen wir das Navi einfach mal die ganze Zeit quatschen, bis es endlich auch wirklich mit 80 weitergeht. Dann warum sollte ich auf einer Autobahn nur 40 fahren? Achtung, ohne Baustelle. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist halt auch Blödsinn. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja, also ich sag mal so, wenn Unfälle passieren, dann sind sie halt unvermeidbar, weil ich halt nicht mitten in der Nacht um, keine Ahnung, 2 Uhr aufnehme, sondern halt am Tage, da ich meistens halt so zwischen 21 Uhr und so 0 Uhr, 2 Uhr halt wieder eingeplant bin. Und danach bin ich halt eh wieder zu müde, lohnt sich halt nicht dann aufzunehmen. Okay, das Navi hört auf zu quatschen, interessant. Interessant, das ist echt interessant. Dass man
je länger man zu schnell fährt, desto, desto weniger brabbelt das Navi. So gesehen. Und dann bräuchte man halt mal die Kilometer jetzt hier runter. Bisher habe ich auch kein Schild gesehen, wo irgendwie drauf stand. Es kam halt auch kein Schild. Streng genommen bin ich halt wirklich immer noch in der 40er-Zone, weil der letzte 40er-Bereich war ja die Auffahrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den Monitor älter zu stellen, macht halt auch wenig Sinn, oder? Na, ich komme da jetzt gerade eh nicht ran. Dann müsste ich mal kurz was wegräumen. So, ich habe den Kontrast mal höher gestellt. Jetzt darf ich auf 80 fahren. Ich sehe genauso wenig wie vorher. Oh Mann, also das ist für mich persönlich der einzige Nachteil an der 1.40, dass die 1.40 deutlich dunkler ist bei Nacht. Was super geil ist eigentlich, weil es halt super, also was halt viel realistischer ist als diese durchgehende Helligkeit, aber für mich persönlich zum Aufnehmen, wenn die Sonne scheint oder allgemein im Sommer, wird es halt super nervig werden. Muss ich vielleicht sogar darauf umschwenken, dass ich sage, ich fahre nur noch am Tag. Aber ja, wie gesagt, das ist halt für mich persönlich der einzige Nachteil am Ganzen. Dass ich halt einfach komplett blind fahre. Und auch nicht wirklich viel aufnehmen kann. Also ich habe ja eigentlich vorgehabt, prinzipiell gesehen habe ich mir eigentlich fast mehr oder weniger vorgenommen, dass ich vielleicht so für 2 Monate bereits schon aufnehme, Euro Truck Simulator 2. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr drin. Also, was heißt gar nicht mehr drin? Ich müsste, glaube ich, innerhalb von den nächsten 2 Tagen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Müsste ich. Ich dachte gerade, müsste ich prinzipiell täglich 4 Videos aufnehmen, um für 2 Monate aufzunehmen, im Voraus. Was halt gar nicht mehr möglich ist, also vor allem bei der Sonneneinstrahlung. Das schaffe ich, wenn ich Glück habe, eine Folge, ohne halt komplett hier wegzuratzen, wegen der nervigen Sonne. Aber gut, muss ich einfach jetzt mal so ein bisschen das Beste draus machen und möglichst viel aufnehmen. Muss ich mich jetzt erstmal einfach ein bisschen durchquälen. Ist halt das Problem, ich weiß halt nicht, ab wann ProMods dann quasi mit dem Ibera DLC funktioniert. Das kann natürlich innerhalb von einem Monat dann kompatibel sein oder so. Es kann innerhalb von 2 Monaten kompatibel sein oder halt auch erst innerhalb von 3 bis 4 Monaten. Also, wer weiß das schon. Da steckt man halt leider nicht drin, ne? Aber das Schöne ist, dass ich in Polen gerade einfach keine Mautstellen habe. Das ist ja auch schon mal was. So kann ich mich zumindest nicht verbremsen. Weil ich nichts sehe. Ja, mal schauen. Ich denke mal, die Tour endet am Tage und beginnt die nächste Tour danach. Beginnt halt auch wieder in der Dämmerung. Also ist halt auch wieder ungünstig alles. Ich glaube, ich sollte mir, wenn ich fertig bin, sollte ich dann ich gehe runter auf 60 oder so.
Okay, ich gehe rei Bremse voll rein. Kommt da was? Ich glaube nicht. Ich muss eh mich links halten. Naja, passt das ja. Aber ja, das einzige Positive wirklich ist, bitte links halten. Nach aktueller Prognose soll es am Wochenende, wo ich zwar auch wieder was zu tun habe im Haushalt, aber da soll es kaum Sonnenstunden geben. Heißt, dann kann ich halt wirklich ganz gechillt, ganz entspannt mit euch gemeinsam, also für euch war das bereits jetzt am Wochenende, da dieses Video ja planmäßig am Montag, den, ich habe keine Ahnung, rauskommen soll. Moment, wir haben jetzt gerade Mittwoch, ne? Ja. Mittwoch, Donnerstag ist dann der 8. Freitag der 9., Samstag der 10., Sonntag der 11., am 12. soll dieses Video ursprünglich rauskommen. Ich hoffe mal, ich setze mich da auch wirklich... Ah, ne, eine Mautschelle. Ich hoffe, ich bekomme mal wirklich vorher noch gebacken. Und schiebe das nicht wieder zu lange vor mich hin, das Schneiden. So, und da wir jetzt ja wieder hier in... Polen sind. Und hier scheinbar bei der Mautstation ordentlich Stau ist. Und wir eh nicht durchfahren können und eh anhalten müssen, ordne ich mich einfach mal in der ganzen langen Schlange hier ein. Was heißt. Fingers crossed, aber es sollte gutes Wetter sein zum Euro Simulator 2. Zocken, nachdem als die Biere DLC released wurde. Aber ja, ich sollte, oh Gott, die Bremsen vielleicht noch mal ein bisschen besser machen hier, nicht ganz abgenutzt. Aber ich sollte auf jeden Fall gleich, wenn ich fertig bin für heute mit Euro Truck Simulator 2 am Aufnehmen. Und wahrscheinlich, wenn ich dann anfange, ein bisschen mit dem Rocket League, mit dem Rocket Pass, dass ich dann noch mit neuen Challenges, dass ich dann auch mal bei Amazon gucke nach, wobei ich weiß halt nicht, wie breit die Gardinen ist, ne, und so weiter. Das ist ja auch Blödsinn. Blödsinn jetzt nachzugucken, aber ich kann ja zumindest mich schon mal informieren, so nach dunklen Gardinen. Schon mal so sporadisch. Muss natürlich auch so die richtige Länge haben, richtige Breite. Und dann noch die richtigen Schlaufen. Aber ich kann ja mal gucken, ob es irgendwie lichtundurchlässige Gardinen gibt bei Amazon. Also ich zumindest für diesen Sommer dann mal ein Zimmer habe, wo ich nicht, wenn Sommer ist, einfach mal den ganzen Tag komplett müde Augen habe, komplette Kopfschmerzen habe aufgrund der Sonneneinstrahlung und natürlich auch mal am Rechner dann was machen kann, ohne halt, ja, ohne halt komplett genervt und unproduktiv zu sein. Ansonsten ich glaube, man kann ganz gut merken, wann ich im Sommer aufnehme, weil ich dann eigentlich gefühlt in jedem Video mich über die Sonne und eventuell auch die Hitze abrente. Im Winter kommt das zwar auch ab und zu vor, aber... Dann liegt das halt einfach nur daran, weil da dann gerade die Sonne wieder reinscheint.
Hoppala. Wie viele Stunden habe ich eigentlich noch bis zum nächsten Wegpunkt? 4 Stunden, okay. 7 Stunden kann ich noch fahren, das passt ja eigentlich. Eigentlich ganz gut gewählt, würde ich sagen, dass ich dann im nächsten Video dann durch Budapest durchfahre. So, dann ein kurzer Abschnitt Autobahn, bevor es dann wieder über die Autobahnabfahrt geht. Weiter Richtung Ungarn, um dann. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Ach, nach Rumänien, genau, da war ja was. Ungarn hatte ich wohl noch im Kopf, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt durch Ungarn durchfahre oder nach Ungarn fahre. Nimm die Ausfahrt rechts. Kommen wir mal rechts hier runter. Schön mit 50. Ja, das hat noch so gereicht. Ist halt super, dass ich jetzt wieder nichts sehe hier an der Position. Von links kommt nichts. So. Das war eine rechtsabbiegende Spur. Na ja, gut. Dann fahre ich halt jetzt. Ich habe gedacht, das wäre. Der würde ganz außen von deinem LKW. So. So schwer einzuschätzen im Dunkeln mit Sonneneinstrahlung, wo gerade jetzt hinter mir was ist, ob ich Platz habe zum Einstellen oder nicht, weil die KI halt ja auch keine Lichthupe macht, wenn Platz ist. Das wäre auch noch so ein sehr, sehr fancy Feature, was hilfreich wäre. Weiß ich gar nicht, ob es so viele Mods gibt. Lichthupen-Mods oder so. Ja, schwer einzuschätzen. Ich hätte, glaube ich, Platz gehabt, um denen das reinzulassen, aber wobei der LKW ist auch ein bisschen schneller, glaube ich, als ich es bin. Oha. Fahren wir über. Okay, nee. Wahrscheinlich doch, wobei, ja, wahrscheinlich doch. Da scheint es jetzt gleich wieder über Serpentin zu gehen. Beziehungsweise die Autobahn endet in einer Landstraße mit Serpentinen. Wo man prinzipiell nur 50 fahren darf, aber wir jetzt gleich mit 20 hochgondeln. Gut eingeschätzt. Oh, es hagelt. Oder? Wie schön. Und das ist hier trotzdem recht wenig. Das halt dann wiederum an den Gardinen liegt und an dem Tageslicht. Ah, diese Strecke bin ich jetzt. Ich weiß auch wieder, warum ich diese Strecke schon mal gefahren bin. Diese Strecke bin ich mit einem der Spezialtransporter gefahren, als es nach. Das nach Banská Bystrica. Ich glaube, es ging nach Banská Bystrica. Da fahren wir glaube ich auch gerade hin, oder? Ja. Dann ging es nach Banská Bystrica.
durfte ich diese schöne Strecke schon mal fahren. Allerdings noch außerhalb der 1,40. Wir haben unter 35 Kilometer pro Stunde. Da jetzt der kurvenreiche Abstand hier hinter uns ist, sollte es hoffentlich wieder ein bisschen schneller vorangehen. Muss ich nicht. Ich merke schon, ich habe gut Power wieder. Ich bin ja im Volvo unterwegs. Der kommt ja gut den Berg hinauf. Ich habe vorne ein bisschen überholt. Und dann verlassen wir jetzt gleich Polen und fahren nach Ungarn rein. Ich gehe schon mal auf 50 runter. Wegen der Grenze. Ich weiß. Oh Gott. Das dürfte noch europäische Grenze sein. Oh Gott. Will der jetzt hier rechts raus oder weswegen? Achso, wegen dem Kollegen da vorne. Ich habe mich schon gewundert. Aber bei 50 bleibe ich trotzdem. Wobei ich wahrscheinlich nicht mehr 50 bräuchte, sondern nicht mit. Sogar 70 weiterfahren könnte, aber wir haben ja gleich wieder hier Serpentin. Wir fangen erstmal. Ach, wie kommen wir jetzt auf Ungarn? Wir fahren doch auch mal durch die Slowakei durch. Wow. Einige Grenzübergänge hier in dem Video. Fahren nur ein kleines Stückchen durch die Slowakei durch. Und vor Budapest geht es dann ja auch wieder von der Slowakei rein nach Ungarn. Wunderbar, die Europa wurde es aufgehoben und mit 50 darf ich zwar immer noch nur weiter brettern. Aber jetzt darf ich sogar schon 90 fahren, auch auf Landstraßen, auch bei der Trailer ist dafür nicht ausgelegt. Da darf ich nochmal 70 fahren, 80 fahren meine ich. 70, der war gut. Ich darf mit dem Trailer nur 80 auf den Landstraßen fahren. Deswegen tue ich das auch. Geht's aber jetzt ein bisschen schneller hier wieder, weil es ein bisschen bergab geht, aber. Ist alles halt so wild, ne? Aber jetzt zumindest für einen kleinen Abstand ein bisschen schneller voran. Dann geht's nochmal durch Banska Bystrica durch. Dann nochmal durch ein kleines Dörfchen und dann sind wir auch schon so gut wie in Ungarn. Finde ich auch interessant, dass der Kollege da vorne, obwohl er prinzipiell sogar 90 fahren könnte, hier noch mit 75 oder so mal eiert. Sie war sogar weniger als 70. Ah, schön, es wird Tag. Kann ich mich gleich auf den zweiten Teil sogar noch freuen. Stimmt, ich glaube, beim Bahnübergang meinen wir gleich wieder 50, ne? Jetzt erst recht. Aber 50 wären es auch gewesen. Leider so kurz, ne? Ich muss aber gucken, ob ich irgendwie, ob es
auch für den Euro Truck Simulator 2 so Improved Trains Mod gibt? Wenn ja, dann die halt auch kompatibel ist mit Promo. Also wenn ja, dann klatsch ich die dann demnächst mal rein. Biege nach links. Also in ein paar Monaten, sag ich jetzt mal, aber ich pack's dann dennoch rein. Halt wird, wie gesagt, ein bisschen dauern. Davor kommt dann auf jeden Fall das Liberator-DLC raus. Biege nach rechts ab. Wunderbar. Ah, ich finde, der Truck, der sieht ja schon nice aus, so mit dem vergoldeten Paintjob. Diesen Gold-Bronze-Mix gefühlt. Ah, gefällt mir schon. Muss auch gar nichts wirklich schickimicki sein. So ein schöner glänzender Lack, der kann auch mal ausreichend sein. Weiß nicht, ich glaube, ich habe es irgendwie schon mal, glaube ich, gesagt gehabt, aber ich werde auch alle Trucks dann wahrscheinlich so lackieren wie den hier. Oh Gott. Wären vielleicht 65 besser gewesen. Ich bremse schon mal runter auf 70, da es jetzt ordentlich bergab geht hier sogar noch. Vielleicht da sogar nochmal auf 60, dass ich die Kurve hier gut nehmen kann. Dann kann ich ja wieder beschleunigen. Und dann geht es auch wieder auf die Autobahn, glaube ich zumindest, oder zumindest die Straße ein bisschen breiter. Das heißt, wir sind jetzt auch gleich bei Banska Bystrica. Da fahr ich da durch, ja, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, ich fahre jetzt durch die Stadt oder in der Stadt. Durch die Stadt durch. Oder fahre ich an der Stadt vorbei? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier war. Ne, Autobahn, okay. Da ich geradeaus weiterfahre, wahrscheinlich komplett Autobahn. Und da ich jetzt nicht mehr wobei, da sieht man doch wieder nach Stadt aus. Nee, okay. Nur 80. Eine Ampelanlage, die noch auf grün ist. Es geht weiter Richtung Bratislava. Und da wir jetzt nicht auf der Autobahn sind, darf ich auch, wenn es gleich 98 weitergeht, darf ich ja noch 1190 beschleunigen. Wir sind halt schließlich nicht mehr auf einer Landstraße. Wird zwar nur ein kurzer Spaß wahrscheinlich sein, dass in Kürze dann auch wahrscheinlich wieder von der Landstraße runtergeht. Ja, ein sehr kurzer Spaß, aber immerhin ein kurzer Spaß. Sieht auch schon ein bisschen abenteuerlich aus, aber die Abfahrt, die Ausfahrt da hinten. Ha, so ein Ding ist es also, ich verstehe. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die natürlich gesperrt ist, wo ich gleich raus will. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Das ist ja toll. Komme ich denn dann gleich hin? Dann fahre ich denselben Weg wieder zurück. Scheiße.
Oh Mann. Und schauen wir mal, wo wir hier auskommen, ne? Also, wir kommen auf alle Fälle nicht dorthin, wo wir hinwollen. Das steht schon mal fest. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Der Ort ist leider gesperrt. Ja, das Neuberechnen, das macht wenig Sinn. Oh Gott. Ich würde sagen, nach Korice geht es halt auch nicht, wobei dann würden wir halt hier vorne noch über, ne? Über Korice. Die einzige Möglichkeit wäre halt darüber, ne? Und dann, keine Ahnung, irgendwo hier dann pennen. Geht ja nicht anders. Okay, wir fahren los. Ist halt nicht anders drin. Aber es ist auch das Schöne, dass man durch die Umleitung wieder ein bisschen Stress bekommt. Dann muss ich die 2 Stunden jetzt komplett ausfahren, ne? Bleibt mir nichts anderes übrig. Ist auf 90? Ja, ne, ich glaube schon. Geht auch nicht hier durch die Stadt durch, sondern wir den selben Weg zurück, dann runter auf 80. Immer geradeaus. Boah. Was, ich glaube, ich habe 3 Stunden vom Wegpunkt ist bis zum Wegpunkt, ne? Und ich muss bis zum Wegpunkt fahren, weil woanders kann ich nicht pennen. Vorher gibt es keine andere Möglichkeit. Das ist ja... geil. Ey, oh. Da war was mit einer Ampel. Huch. Knappes Ding. Ich fahre jetzt auch erstmal wieder ein bisschen mit 5 km pro Stunde über dem Tempolimit, damit ich da auch noch rechtzeitig hinkomme ein bisschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und es fängt dann auch an zu regnen. Schade, dass es nicht außerhalb des Games gerade regnet, weil die Sonne wieder rauskommt. Oh Gott. Die ganze Zeit gerade schon wieder draußen ist, bist du gesagt. Und dann geht es nochmal wieder über die Landstraße. Frag mich nur, bis wohin in der Straße. Doch noch ein gutes Stückchen. Ah, bis zur nächsten Ortschaft da vorne. Ich verstehe. Die bremst uns natürlich wieder aus. Mächtig aus. Und die Müdigkeit kickt langsam auch rein, was halt suboptimal ist.
mal, geht jetzt wieder ein bisschen schneller voran. Ich hab's nämlich jetzt doch wieder ein bisschen eilig, weil ich müde bin. Wow, müde wäre, da bist du gesagt. Beziehungsweise, weil mein Fahrer ich müde wird. Ich werde zwar jetzt auch langsam wieder müde wegen der blöden Sonne, aber gut. So, dann sind wir jetzt schon gleich wieder in der Stadt. Komm schon mal runter auf 50. Demnächst rechts abbiegen. Machen wir doch mal. Biege nach rechts ab. Da schieben wir nichts zu kommen von links. Nur so weit ich gucken konnte. So, dass es wieder auf die Autobahn geht, da wir jetzt auch wieder ein bisschen. Wahrscheinlich auch gleich wieder mit 90 hier rüber brettern, da fahre ich aber auch 95. Einfach wegen der zunehmenden Müdigkeit. Eine Stunde. Und zwei Stunden ungefähr. Oder um genau zu sein. Zwei Stunden. Eine Stunde drüber, das kann doch nicht angehen, ey. Ich hätte vielleicht auch nochmal in Banská Bystrica halten sollen, aber dann wäre es auch morgen, also in dem nächsten Trip wieder super eng geworden. Von daher muss ich jetzt einfach mal die Stunde weiter durchballern. In der Hoffnung, dass es zeitlich sogar hinhaut und dass ich nicht irgendwie einen Sekundenschlaf bekomme. Mehr oder weniger no risk, no fun, würde ich sagen. Es ist noch so ein weiter Weg. Es ist noch so ein weiter Weg, es werden so brutale letzte Minuten. ...42 Minuten noch, ich halte mal lieber das hier im Blick, dass ich danach irgendwie versuche möglichst passiv zu fahren. Komm, ich gehe nochmal über 100 Kilometer pro Stunde. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Na, finde ich doch nicht. Lieber nicht, lieber nicht. Minuten noch. Eieieiei. Alles nur wegen der Umleitung. Ist auch nicht am Lecken hier gerade. Und ich kann es kaum erkennen, dass es das fest bei dem Arbeiten ist, weil der Monitor, der Kontrast vom Monitor immer noch so hochgeklatscht ist. Minuten noch. Weit haben wir es noch? Weit. Wir haben es noch weit. Viel zu weit, um genau zu sein. Das werden heikle 60 Minuten am Ende noch. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Zeit ist gekommen, wo ich prinzipiell jederzeit
jetzt auch noch in den Gegenverkehr fahren könnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich es noch schaffe. Bevor ich einen Sekundenschlaf bekomme. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, dann RIP Geld oder RIP Auftrag. Das Geld vom Auftrag. Von daher hoffe ich jetzt sehr, dass ich das irgendwie noch gebacken bekomme bis kurz vor Corsice. In Eisenmarkt muss ich auf alle Fälle nochmal tanken, oder nach Eisenmarkt. Oh Gott, das sah gerade kurz aus, als ob es hier ohne... Oh Gott, das war ein Vogel. Dass es hier ohne Absperrung bergab geht, hier rechts runter. Komm, es ist nicht mal so weit. Ja, nicht mehr ganz so weit. Ich kann es schaffen. Achtung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt fahre ich mal schon wieder hier so richtig Pedal to the Metal, aber was halt nicht super wäre, wenn ich gleich einen Sekundenschlaf habe. Ich befürchte, der kommt gleich. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich befürchte es echt. Immer geradeaus. Noch eine Rechtskurve, dann bin ich da. Ich bin da. Okay, noch nicht so früh, Freund. Ich bin noch nicht da. Ich bin so gut wie da. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin so gut wie da. Tanken brauche ich noch nicht. Ja, ich muss die Bremsen wieder runterstellen. Das ist einfach zu schwach. Zu ausgelutscht. Ja, und mit diesen Aussichten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder.